Nee, wenn es irgendwo weitergeht, dann hätte ich es schon gefunden. Maxi-Trüffel. Nehme ich doch gerne noch mit. Okay, dann hier wieder rein. Sehr schön. Dann können wir das hier gar abbauen. Und bekommen nix, finde ich gut. Naja, ein bisschen Feuerstein und Leuchtsteine. Ist ja okay. Gaufisch! Achso, die ist aktiviert hier. Okay. Achso, das war die Höhle, wo ich gerade drin war, wo die ganzen Viecher waren. Okay. Da oben ist noch Leuchtsteingelumpe. Okay, wo ist mein Gerone? Wahrscheinlich wieder nicht da, der ist wahrscheinlich wieder irgendwo. Naja gut, musst du dann glauben. Oh, das geht gar nicht mehr. Im ersten Teil ging das noch. So. Doch da bestimmt Steine rumliegen. Okay. Next. Oh, hier gibt es ja viele Donnerblumen. Das ist nett. Ha. Okay. Okay, da geht's da oben lang und es geht hier rein. Das wird wie so ein kleiner Raum einfach nur sein. Mein innerer Monk sagt mir übrigens, ich muss die ganzen Steindinge kaputt machen. Happy. Okay. So, leben die eigentlich noch? Weil da drüben ist ein Hampelmann ist. Na gut.
Ich meine, das Coole ist, hier gibt es einen Haufen Bomben. Das ist nie schlecht. Wo komme ich da jetzt hin? Aha. Ja, dann gibt's ein Gespräch. Und tschüss. Ritterschild, yay. Ich wollte eigentlich in einen anderen Raum drüben rein, aber ich bin, glaube ich, zu weit gelaufen. Darum bin ich jetzt hier gelandet. Wo auch immer ich jetzt gerade bin, ich habe keine Ahnung. Nice. Achso, das möchte die Bomben hier abpacken. Okay. So, dann reißen wir das hier auch nicht alles ein. So langsam zumindest. Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Mann, war ich jetzt hier auch wieder. Zack, komm her. Ha. Oh, fuck, Mann, das ist die falsche Waffe. Ups. A wrong weapon. Zack. Aber wo auch immer wir gerade sind, ich habe keine Ahnung. Ich checke hier gerade gar nichts mehr. Wir sind einmal irgendwie kurz hochgeflogen irgendwo, dann waren wir irgendwo, dann sind wir plötzlich auf die Decke und Ding und Dong und Tralala, jetzt stehen wir hier und sind so, ja, ey, pff, weiß ich halt auch nicht. Warte mal, ist das Teil, wo wir auch oben waren, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Okay, check. Das ist das Teil jetzt hier, okay, 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 da ist jetzt der obige Ausgang, hervorragend. Das heißt, dieser Weg hier führt er nach da drüben. Ja, tut er. Dann würde ich sagen, wir machen einfach hier mal Hallo? Schwurbeldiwupp und einmal durch die Decke. Wo landen wir? Ha! Aha! Ich komme gerade so wie so ein Maulwurf, der einfach mal rausspitzt und sagt, Hallo, wo bin ich? Oh, hier bin ich falsch, hier muss ich weg. Okay, wir sind ein bisschen versetzt worden die ganze Zeit. Ich habe wirklich das Gefühl, es geht nicht so, wie ich mir das vorstelle gerade. Jetzt müssen wir auf der richtigen Seite sein, wo ich hin will.
Komm ich da nicht rein, oder was? Ich check nicht, wieso ich da nicht reinkomme. Wo ist mein Krone? Klar, steht außen. Ha. The gate. Open the gate. Also irgendwie check ich das nicht. Okay, das ist die Dingens hier. So, was ist das andere Dingens? Geht doch, Mann. Ich glaube, ich habe auch so irgendwie diesen den Rand von den Wänden erwischt. Drum ging das nicht. Hüllerüstung. Nice. Oh, ich hatte das Hylia-Set tatsächlich noch nicht gekauft. Das ist gar nicht mal schlecht. Ich hatte es tatsächlich noch nicht gekauft. Nein. Oh, crap. Kann ich wieder auch? Ja, ne? Ich will die Kiste noch platt machen, sind Pfeile drin bestimmt. Aus den Rotor gefallen. So, haben wir die Pfeile alle, sehr gut. Dann müssten wir jetzt wieder am Anfang hochkommen. Jawohl. Okay, das war gerade echt nervig. So, anyway, das heißt, wir haben das hier. Was ist das hier noch? Ein Maxi-Trüffel. Geil, finde ich sehr gut. Das heißt, wir... können jetzt wieder hier rein, können uns hier weiter umschauen. Das ist ein richtiges Schlaraffenland hier, was Bomben und sowas angeht. Das ist echt geil. Und Hyrule-Pilze wachsen hier offensichtlich auch. Schön. Donnerblume. Bildchen. Okay, that's it. Mehr ist hier nicht. Gut, 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 gut. So.
Das ist eine ganz schön große Höhle. Ich habe nicht damit gedacht, dass wir hier keine irgendeine Stunde rumlaufen und sie erkunden. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, ja, relativ easy rennst du durch und geht easy peasy. Und wir haben immer noch nicht alles, weil es fehlt immer noch ein Weg, den wir nicht gelaufen sind. Okay, das ist ein, Maori Ding Dong. Signum. Sehr schön. Zack. Halt. Bömpchen. Die Feuerfrucht. So ganz da vorne irgendwo, ne? Kann sich zum Glück nur um Stunden handeln. Kurz mal das Abfackeln hier. So, dann sind wir hier oben. Nice. So, ich habe bestimmt noch irgendeine Trash-Waffe hier. Jawohl. Zack. Nice. Okay, dann haben wir das hier. Da oben geht's nicht weiter. Da unten war auch nichts mehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Right? Ja. Da war nichts mehr. Na toll. Außer jetzt ist Blutmond. Das heißt, dieser hässliche Schleim ist gleich wieder da. Jetzt weiter. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Nice. So, der Elektroschleim ist wieder da. Aber ist kein Problem, weil wir können da vorbeilaufen. Einfach hier oben weitergehen. Aha. Machen wir es halt so. Die Leuchtsamen nehme ich natürlich mit. Leuchtsamen kann man immer gebrauchen. Zack. Chagidi Chak, Corona, Feuer frei aus allen Rohren. Macht den Weg frei. Na gut. Okay.
Dann sind wir jetzt hier, was immer das hier ist. In den Tiefen dieses Landes vermochte der erste der Könige edel und mächtig, den Dämonenkönig zu bannen. Um sein Bann zu stärken, wurde hier das Schloss erbaut als Siegel und Pfeiler der Heiligkeit dieser Stätte. Soll das Schloss nicht mehr sein, so ist auch die heilige Stätte verloren und es ersteht der Dämonenkönig. Ah, weil Ganondorf im ersten Teil das Schloss so verwüstet und zerstört hat, deshalb ist der Dämonenkönig erwacht, weil Schloss Hyrule so schwer beschädigt war. Seine Wiederkehr war das ganze Reich mit Zwietracht, Zorn und Grausamkeit überziehen. So verstehe denn, nur des Schlosses Fortbestehen kann des Landes Wohl gewähren, auf das seine Mauern in alle Ewigkeit trutzig und ungerührt an diesem Orte weilen werden. Okay, und das ist praktisch dann der Grund, warum der Dämonenkönig auferstanden ist. Weil das Schloss nicht mehr da ist. Huh? Oh, meine Fresse. Sind wir jetzt hier? Ah ja, jetzt sind wir direkt im Untergrund von Schloss Hyrule. Okay. Okay. Mal. Hier machst du mal den Gang da hinten weiter. Holzbogen, Bogentasche ist voll. Okay. Was bloß die Waffenkammer her? Ritterschild, ja, ist auch schon weg. Was ist das? Na gut. Blöde Gegner. Okay, Königshellebarde. Okay, egal. Okay, es geht auf jeden Fall mit den Treppen noch weiter nach oben. Wir erkunden jetzt einfach mal Stockwerk für Stockwerk. Doch nicht. Was ist hier? Okay, da komme ich praktisch dann. Da muss ich mich durchwarpen. Dann schauen wir erstmal kurz, wo es da hinten lang geht. Da geht es auch nochmal nach oben, weil ich das richtig gesehen habe. Na komm. Alter, geht es noch weit hier. Willst du mich verarschen, Junge? Sag mal. Ich glaube, es hackt hier. Ritterbogen. Den schmeißen wir dich weg. So. Königshellebarde. Okay. Weg damit.
Also der Dungeon hier, also dieses Dungeon, das Ding hat sich mega gelohnt, weil die unglaublich viele Maxi-Trüffel und sowas gefunden haben. Das ist nicht schlecht. So, Kochobst. Blödes Mistvieh. Meine ganzen Leben wieder weg. Mann! Okay, haben wir das. Diamant. Cool. Königlicher Geheimgang. Mhm. Okay, das ist praktisch dann völlig egal. Ich... Warte mal, ich kann doch bestimmt hier... Warte mal, ich kann doch hier... Aha. So, also Schloss Hallo aus. Das ist ja ein richtiges Labyrinth. Hm? Ja. Oh. Ah, der Link, wenn ich mich irre. Entschuldige, ich hatte euch gar nicht bemerkt. Ich heiße Nobiro. Hier im Schloss gibt es noch haufenweise Schätze und wertvolle Waffen. Deshalb soll ich aufpassen, dass keine Plünderer reinkommen. Aber naja, ich habe mich hier ein bisschen verirrt. Aber ich wollte euch hier nicht aufhalten. Als Vertrauter des Königshauses dürft ihr euch natürlich frei ein- und ausgehen. Okay. Wollen Sie mir ins Schloss Hyrule? Schön. Nice. Okay, teleportieren wir mal kurz zurück. Dann gehen wir kurz in einen anderen Raum, teleportieren uns da hoch. Und dann würde ich sagen, mache ich so langsam mal den Cut hier. Wann haben wir denn da genügend Zeit, Schloss Hyrule das nächste Mal zu erkunden? Haben wir zumindest den Geheimgang schon mal gemacht. Das ist die Frage, ich weiß gerade nicht mehr. So, ich weiß gar nicht mehr, wo der andere Ding ist. Jetzt war mit der anderen Leiter, wo wir hoch konnten. War das hier? Das war, glaube ich, hier, ne? Ne, hier war ich noch gar nicht. Okay, Königshalle war da doch, das weiß ich. Das habe ich gemacht, glaube ich. Die Kisten sind wieder gespawnt einfach, weil ich ja mich wegteleportiert habe. Okay. So, hier war das. So, ich lege jetzt keinen Teleporter an hier unten, weil das ist egal. Holzpfeil, okay. Wo kommen wir denn hier hin jetzt? Ganz viel Miasma. Na gut. Machen. Nee. Das geht nicht. Hm.
wollte ich gar nicht übrigens. So. Toll. Okay, haben wir das. Sehr schön, Dingens hat sie runtergeschlagen. Nice. Okay. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt trotzdem an der Stelle mal den Cut und... Ah ja, da ist wieder das hier. Sehr schön. Dann mache ich hier mal schnell den Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Session wieder und dann erkunden wir Schloss Hyrule mal weiter. Nachdem wir den Untergrund jetzt gemacht haben. Wow. Ich bin hellauf begeistert. Naja. Das war's auf jeden Fall. Lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.